Und damit seid grüßt zurück. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part Minecraft Story Mode Episode 2, Season 2, mit dem Zweien Fürst. Weiter geht's. Eine Aufgabe steht bevor. Ja, ich finde auch, dass er nicht sehr vertrauenswürdig ist. Ja, offensichtlich ist er verrückt. Ich wette, selbst er weiß nicht recht, was er damit bezwecken will. Ich würde ihm nicht so schnell vertrauen, Jesse. Das könnte ein Trick sein. Das ist ganz klar ein Trick. Der hat einfach ein paar Schrauben locker. Das hat er definitiv. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie die Aufgaben bestehen. Jesse? Ja, wäre zumindest gut. Und wir nicht verlieren. Aha. Es ist nur ein Trip. Nur etwas anderes von Leakentown. Selbstfindung oder so? Ja. Nein, nein, nicht das weinerliche Gesicht. Ich hasse das. Es tut mir echt leid, dass es so gekommen ist. Ich war nur froh, endlich Schweigen wieder mit richtigen Abenteurern abzuhängen. Besonders, weil ich dachte, du bräuchtest mich nicht mehr. Also dachtest du, du lässt mich einfach sitzen? Siehst du? Hättest du es nicht rausgefunden, wäre alles viel einfacher. Ja, hätte. Hätte, könnte, würde, sollte. Alles ist so anders, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Alles hat sich verändert. Ja, die Welt hat sich verändert. Wir haben Abenteuer erlebt. Viel passiert. Sie haben ihr Glück gefunden. Ihren Schatz. Ja, so ist das Leben. Ich hab ihn noch immer nicht. Veränderungen kann man nicht aufhalten. Wie sich das anfühlt? Na, wenn ich ehrlich bin, dann scheint dein Ding ja das Abenteuer zu sein. Das weite Du bist Land. Eine richtig nicht gute wahr? Abenteurerin. Das, die beste, das die ich kenne. Petra, ja, das ist eine ganz gute. Geräusche. Ein Lama. Das Lama. Luna? Luna. Die ist wieder zurück. Das Lama einen Schal? Ja. Sie ist schon wieder ausgebildet. Tut es. Ich frag mal für alle. Ihr kennt ein Lama? Jupp. Luna ist uns bekannt. Ja. Oh ja, wir kennen es. Es hat mich völlig grundlos getreten, als wir es mal in einer Höhle fanden. Ja. Und dieses angespuckt. Dieses Talent hätte ich fast vergessen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, du hattest es verdient. Lasst mein Lama in Ruhe. Weg da. Da kommt die Besitzerin dazu. Die Besitzerin des Lamas. Ich hätte wissen müssen, dass ich dich hier finde. Still, ich rede. Immer noch nicht dein Rivale. Ich bin immer noch nicht dein Rivale. Wirklich. Deine Rivalin. Da stand schon wieder Rivalin drunter. Okay, was passiert hier? Wir treffen uns durch Zufall vielleicht. Von Champion City. Das sind Jack, Voss und Raider. Jack? Doch nicht etwa der legendäre Meister? Jack? Wieso heißt der Jack? Also, was genau machst du hier, Stella? Meine wunderschöne Stadt versinkt gerade unter Schneemassen, deshalb bin ich hier. Ich bin losgezogen, um das zu untersuchen. Und siehe da, ich stoße auf dich. Wenn dir deine Stadt lieb ist, und jetzt bin ich daran wieder schuld. Ja, klar. Wow. Jetzt rufe ich da jetzt. Einfach. Ja, irgendwie schon, aber. Ich habe nicht das mir nicht die Schuld. Das war der Admin. Ich weiß nicht, wer dieser Adam ist, aber die Schuld ist nicht nett. Nicht Adam. Nein, Admin. Admin.
Er ist A-D-M-I-N. Edmund. Riesiger Koloss. Oder auch Schneemann. Na schön. Sagen wir mal, ich glaube euch. Ich schätze, ich muss einen Weg finden, das in Ordnung zu bringen. Das ist auch meine Welt. Okay. Ich brauche euch Versager nicht. Uns Versager. Wow. Der Mond steckt fest. Der Mond backt. Das ist seltsam. Also, Stella, kannst du das wiederholen? Ich sagte, dass ich euch begleiten werde, um euch im Auge zu behalten. Begleiten? Och Mensch, nee, nicht unbedingt. Muss das sein? Müssen wir Stella mitnehmen? Kann ich das irgendwie ablehnen? Kann ich da irgendwie, habe ich da irgendwie eine Option? Klick. Scheint nicht so. Ja, ich würde sie auch gerne ausladen. Nicht unbedingt, wenn es nach mir geht, muss ich die nicht unbedingt mitnehmen. Nicht, wenn es nicht sein muss. Radar. Verdeutschen wir jetzt alle Namen, die hier gesagt werden. Der Atmen, Radar. Radar. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Ich bin sprachlos. Da sage ich mal nichts. Ui, die Uhr. Klettern wir hoch. Ich nehme an, es wird Hindernisse und so auf dem Weg dahin geben. Hüpf, 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 einfach hochsteigen und dann sind wir doch. So mächtig, dass er all das mit einem Fingerschnipsen erbaut hat? Du klingst Gips. Nun etwas neidisch. Edward, wie Thanos. Bin ich neidisch auf so eine Macht. In dem Avenger-Film, dessen Name mir nicht gerade entfällt. Marvel-Film, meine ich natürlich. Kein Fan. Stella, du hast sie noch nicht gesehen, aber ich sage dir, der Admin ist durchgeknallt. Ja, wahnsinnig, komplett durchgedreht. Bekloppt. Nicht mal eine Tassen am Schrank, nicht mal einen Latten am Zaun. Bescheuert. Sollte ich euch doch miteinander bekannt machen. Ach, Stella, du wirst dich nie ändern. Immerzu verwechselst du Macht mit Verantwortung. Oh, ich wusste doch, dass da kenne ich so einige. Du bist der Schwachmat, der Teil meines Inventarverwaltungsteams war. Moment mal, ihr beiden kennt euch? Ja. Ach, Stella, auf die hätte ich verzichten können. Die Begegnung. Was? Ich weiß nicht, was er dir erzählt hat, um in dieses kleine Team zu kommen. Aber an seiner Schwertkunst kann es nicht liegen. Du weißt gar nichts, Stella. Also halt die Luft an. Wie hältst du nur diese Quietschen? Nicht jeder taucht zum Krieger. Ja, so ist es. Ich könnte das nicht. Nicht jeder muss ein Schwert schwingen können, Stella. Jeder hat seine ganz eigenen Qualitäten. Das sieht sie auch noch nicht. Danke, Jessie. Kannst kaum erwarten, sie zu sehen. Ich melde mich, wenn der Admin etwas erfassen will. Na, unbedingt. Komm mit, Luna. Das wirst du schon sehen. Danke, was Raider hier für Qualitäten hat. Und das Name schubt es auch unter. Ich habe mich verändert. Und ich kann es beweisen. Ja. Ich bin heute so klar, die reitet auf dem Name. Wenn es die Situation erfordert, dann tue ich es auch. Du hast dich verändert, Raider. Neues auszuprobieren und daran zu wachsen ist wichtig. Ja. Und ich schwöre, ich mache dich stolz. Du machst mich jetzt schon stolz, Raider. Ein bisschen auf dich selbst. Schaut, vertrau mal ein bisschen auf dich selbst, Mama. Ist nicht. So etwas Großartiges. Und lass dich nicht von anderen einreden. Was du zu sein hast oder so. Da sagst du was. Selbstvertrauen. Oh ja, ihre Selbstvertrauen. Verstehst du? Selbstvertrauen hat was mit Vertrauen zu tun. An sich selbst glauben. Ein Kuchen? Raketen? Feuerwerk? Jesse, was ist das hier alles? Das ist der Edmund. Bitte, bitte, kommt herein! Nur keine Scheu! Und los geht es wieder. Oh, seht nur, wie viele ihr seid. Wundervoll.
Gefährten? Nun, dieser Ort ist für die Besten der Besten gedacht. Nicht für, wie sage ich es, Schwächlinge. Mächtiger Herr Admin, ich bin Stella, Gründerin von Champion City. Ja. Können wir sie bitte als erstes rausschmeißen? Nee. Nach Macht. Hunger, ich nicht. Es trennt die Starken von den Schwachen. Aber der spricht ein bisschen leise, der Schneemann. Warte nur ab, Admin. Ja, meine Freunde sind nicht schwach. Sind nämlich kein bisschen schwach. Cool. Wenn du es sagst. Nicht auf wir kriegen das hin. Wir kriegen jede Aufgabe gerockt. Na, nee. Schummelt wird sie nicht. Das ist ein faires Spiel. Ganz einfach. Ihr wollt die Uhr haben, aber nur der Beste der Besten wird in Zukunft mein Partner sein. Dein Partner? Wer will denn hier dein Partner sein? Echt? Nun, ich hätte fast echt cool gesagt, aber bei dem ganzen... Ich will nur meine Stadt retten, genau das. Niemand will hier dein Partner sein. Naja, Stella vielleicht, aber... Ich bin hier, um meine Stadt zu retten. Wieder die weibliche Form Heldin. Wie sehe ich denn aus? Wie sieht denn Jesse aus? Ja, der Gus, dein Name ist ein bisschen irreführend, aber... Also, fangen wir mit der Show an, oder? Okay. Da stürzen wir schon mal tief runter. Und so, als ging es... zur Aufgabe des Lamas weich gelandet. Letzte Landung. Ach, kein Problem. Das kommt von meinen perfekten Reflexen und dem genialen Muskelgedächtnis. Aha, das Muskelgedächtnis. So also. Die Falle. Das war's dann. Der Weg ist versperrt. Ja, das ist eine Falle. Der Weg raus ist also mitten durch. Genau. Und die Uhr zerlegen. Na, nicht jeder will die Uhr zerlegen. Was soll das ich heißen? Weiß, du willst es nicht. Nur wer würdig ist, wird ihn begleiten. Das werde ich sein. Du wirst dich mit dem Bösen anschließen. Willst mich veralbern, oder? Sorry, Süßer. Gib besser gleich auf. Nein, genug, Stella. Ich mach dich alle. Oh nein, scheiße, das wollte ich nicht. Das sind wir doch Rivalitäten. Rivalen. Oh, Kacke. Falsche Entscheidung. Mist. Jetzt haben wir ihr das gegeben, was sie wollte. Du bist ein kleiner Kumpel, Jesse. Weißt du etwas über diese Partnerschaft, von der er sprach? Partnerschaft? Ich und Kumpel? Warte mal, Moment. Alles du könntest. Ich bin nicht sein Kumpel, das wäre auch eine gute Antwort gewesen. Oh, das sehe ich auch so. Los, Luna, genug von diesen Versagern. Wir müssen einen Schatz finden. Hey! Na, dann haut's mal ab. Oh ja, erklär's ihnen. Och, Mann. Das arme Luna. Das arme Lama. Ja, sagt sie auch gerade. Hey, behandle Luna nicht so. Ja. Das mag es gar nicht. Lass das Lama in Ruhe. Ich glaube, ich kenne mein Schätzchen Luna ein bisschen besser als du. Das sagen sie alle. Gehen wir, Luna. Das wird nie besser. Warum folgt das Lama der diese überhaupt noch? Frau weiß jedenfalls, was sie wieso? Hast du Witze? Was für. Niemand weiß besser als ich, dass die Fallen und was für Verpflichtungen hat das Lama noch gegenüber ihr? Warum muss die dem noch, der noch folgen? Verstehe ich es nicht. Ja, bereit sind wir. Auf jeden Fall. Ja. Wie sehr sich der Admin irrt. Machen wir den Admin alle. Der Admin. Komm mit, Jack, wir kundschaften den Ort etwas aus. Na, dann kundschaftet mal. Ich
Und wir? Ich werde mit ihnen reden. Wir kundschaften auch ein bisschen, oder was? In meinem Leben wurde ich so beleidigt. Stimmt, das war nicht cool. Nicht cool? Nein, in der Materialbeschaffungswoche zu wenig Akazienholz zu holen, ist nicht cool. Das hier, das war eine ganz andere Nummer. Nur weil ich nicht so ein schwerter, schwingender Holzkopf bin, die mich schikanieren. Raider! Tut mir leid, ich musste das einfach loswerden. Du darfst das da draußen nicht vergessen, die ewige Dunkelheit. Und die vielen verängstigten Leute in Beacon Town, sie verlassen sich auf uns. Du hast recht. Ja, jetzt mal alle meinen bisschen am Schlimm verreißen und auf geht's. Wir haben eine Aufgabe zu bestehen, die Stadt zu retten. So ist es recht, Luna. Sie hat die Uhr gewittert. Ciao, Versager. Sie hat's gewittert. Alles klar. Na dann, Lorenfahrt. Sie hat recht. Wir können dem Abs, rein da. Es sieht so hinterher aus, als hätte Luna etwas gefunden. Aber genau das will der Admin uns glauben machen. Ja. Jesse, du kommst auch mit, oder? Na, klar doch. Lorenfahrt. Wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Hops rein da. Wie noch sonst? Mit Lukas gehen? Oder mit wohin? Mit Petra gehen. Lukas oder mit Petra gehen? Eine schwere Entscheidung. Lukas. Und der hat uns gerettet. Petra, eine alte Freundin. Da haben wir den Voss und den... Ja, Oh, das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Lukas oder Petra? Wir haben uns schon mal gegen Petra entschieden und das war eine schlechte Idee. Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist eine wirklich sehr schwere Entscheidung. Verdammt, ich will mich nicht entscheiden. Petra, nein, ich will sie nicht schon wieder im Stich lassen und da wieder Kacke machen. Aber Lukas, Raider, das ist eigentlich mein Team. Ich weiß ja nicht. Verdammt. Ich bin unentschlossen, so ein Mist. Na komm, mit Lukas gehen, Petra wird's verkraften. Na komm, auf geht's. Tut mir schwer, den Verlust, die Entscheidung. Die Entscheidung fällt mir schwer. Ja, Petra, nimm's mir nicht übel. Petra. Nimm's mir nicht übel. Wir sehen uns doch wieder. Ich hab's ja jetzt nicht sterben lassen, so ist es ja nicht. Ich bin ja nur in ein anderes Team gegangen. Na dann, dann freuen wir uns ein bisschen an der Lorenfahrt. Achterbahn! Hui! Hände hoch! Hui! Ich zweifle an meinem Urteilsvermögen! Lorenfahrt, Quicktime Events. Yay! Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn. Ha, ducken. Und da werden wir hinten fast den Kopf verloren. Nicht den Kopf verlieren, Leute. Die sind da drüben. Ha, nicht aus der Kurve fliegen. Und Leute. Ja, genau. Da war die Fahrt nicht so gut überstanden. Geht das allen gut? Definitiv. Naja. Was für ein Kick. Der übergibt sich gerade schon. Raider? Mir geht's gut. Ich bin okay. Das habe ich gehört. Es tut mir so leid. Tut mir leid, Leute. Alles gut, echt. Ich Ach. Nur an das alles gewöhnen. Geht gleich wieder. Ey, passt schon. Lass dir ruhig Zeit. Ja, kotz dich mal aus. Nein. Ist nicht so schlimm. Ich packe das. Wenn Loren dir Probleme bereiten. Ach, der Schneemann schon wieder.
Na, können wir die nicht alle machen? Können wir die nicht angreifen und mit dem Schwert mal enthaupten? Die mal seinen blöden Hut von den Schultern, seinen Kopf von den Schultern trennen, den Hut abnehmen. Ich habe mich vom Konzept des Karma inspirieren lassen. Mhm. Karma, also. Warum? Und was ist das? Das versteht ihr doch nicht, wahr? Echte Helden leben für Überraschungen. Du bist verrückt. Das ist alles. Ach, meine Stadt ist in Gefahr und du spielst Spiele. Alles ist ein Spiel, ja. Champion. Da hat er recht. Aber ja, das ist ja ein ziemlich perverses. Ein sehr perverses Spiel. Das ganze Leben ist ein Spiel, aber. Aber unter uns, Champion, deine Schießkünste bereiten mir weniger Kopfzerbrechen als die Wahl deiner Gefährten. Ach, passt schon. Lucas ist ein starker Kämpfer, der kriegt das hin. Der ist mit dem Bogen vor allem sehr gut. Das hat er schon bewiesen. Und Rhaegar, ja, der hat auch seine Stärken. Er ist zwar nicht Jesse, aber besser als der andere Typ, oder? Nee, was? Ihr müsst nur den Schießstand aktivieren, alle Ziele treffen und die Tür öffnet sich. Na, das dürfen wir doch hinkriegen. Wofür sind diese Kürbisköpfe? Kriegen wir hin. Keine Sorge, Jesse, wir kriegen das hin. Machen wir. Los, an die Bögen. Aber was ist mit den anderen? Wo ist Petra und wo ist Jack? Okay. Immer Schalter, Trichter. Dabei Knopf. Ein Knopf? Vielleicht schaltet man damit dieses Ding ein. Der hängt aber sehr hoch. Müssen wir mit dem Bogen schießen. Ein Trichter. Was wollen wir mit einem Trichter? Was wohl in diesem Trichter ist? Gute Frage. Touch. Touchen wir das an. Pfeile. Perfekt, um damit cool auf Ziele zu schießen. Ein Pfeilspendomat. Jetzt fehlt noch ein Bogen. So sieht's aus. Ein Bogen. Biberbogen. Mit Lucas und Rhaegar reden. Ja. Du musst ihm, glaube ich, schon ein wenig mehr. Hey, worüber redet ihr? Wir haben darüber geredet, dass man sture Leute manchmal einfach ignorieren muss. Ja, also Jesse, richtig so. Jesse weiß da bestens Bescheid. Ja. Ach ja? Oh ja, Jesse war schon auf Abenteuern mit... Ja, einfach ignorieren. Ja, Lucas hat recht. Blödsinn. Man kann sture Leute nicht loswerden. Blödsinn. Also muss man manchmal Blödsinn einfach mit ihnen leben. Bullshit. Naja, ich kann es versuchen. Danke, Jesse. Einfach ignorieren. Lass die Leute reden. Wir schaffen das. Das ist mein gutes Lied für. Spinnennetze. Das können wir gebrauchen. Das ist keine schlechte Idee. Nehmen wir uns mal ein bisschen Spinnennetze mit. Für einen Bogen oder für ein paar Bogen ist das nicht schlecht. Durchaus, ja. Kann man benutzen. So, da brauchen wir noch Holz für den Bogen. Ein bisschen Äste. Was? Mit dem reden wir noch. Was? Was ist mit dir los? Geht es dir gut? Oh, Jesse, das war so überraschend. Gerade eben noch da und dann plötzlich... Und ja, hier und dort. Zur Party. Ja, aber was ist mit Petra und mit Jack passiert? Kann mir das jemand mal sagen? Ich verspreche, dass ich wirklich weiß, was ich tue. Okay. Nun, ja, dann zeig es mir. Ich freue mich schon auf den Moment, in dem du wieder voll da bist. Wie gesagt, wirst schon sehen. Oh ja, wirst. Ja. Jetzt komm. Beweis es mir, dass du da bist. Die der Admin uns gestellt hat. Ich mach Bögen und dann hauen wir rein. So, wo krieg ich Holz her? Ja. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Hier vielleicht können wir da ein bisschen Holz gewinnen. Scheint nicht so. Schießstand. Pfeile, check. Bogen, noch nicht. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen was. Toter Strauch. Na, das scheint genau das Richtige zu sein.
Das brauchen wir. Zeit, Sack. Deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Batz. Ein paar Sticks. Da machen wir uns einen Bogen raus. Ja, wir haben alles zusammen. Dann wird einmal gequaftet. Werkbank. Ja, damit. Wir machen uns einen Bogen und dann fangen wir an zu schießen. Rezept. Ich weiß, glaube ich, wie es geht. Ja, genauso. Gibt es noch ein anderes Rezept? Auch so. Linker Bogen, rechter Bogen. Angel. Was wäre, wenn wir jetzt eine Angel machen würden? Das wäre auch mal lustig. Müssten wir angeln. Bogen. Okay. So war das, glaube ich. So war das. Und so. Verschwenden wir mal nicht die Sachen für den Angel. Das ist, glaube ich, ziemlich blöd. So. Und da das Netz. Da hätte ich gerne mal das Netz. Ja, wie kann ich denn darauf zugreifen? Netz. Verdammt, ich wollte nicht alles löschen. Mann. Wie komme ich denn in die Menüleiste? Auswählen. Ach Mensch. Stückchen. Zack, zack und zack. Und dann hier mal runter. Da, ja, so hier. Faden 1, Faden 2, Faden 3. Zack. Und da haben wir einen Bogen. Ja, stimmen. Und wir haben nur einen. Wir haben cool. Mehrere Kämpfer. Kriegen wir auch welche oder was? Zerlegen wir ein paar Ziele, ja? Ja, hauen wir rein. Erinnert mich an uns, wie wir früher waren. Er will sich beweisen. Ja, das immer bereit Zeit. Für das, was hinter der nächsten Kurve wartet. Ja, er muss noch viel lernen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er muss noch viel lernen. Hm. Das mussten wir auch. Manchmal glaube ich selbst nicht, zu was wir es gebracht haben. Tja. Komm schon. Wie schaltet man dieses so ist das Leben. Ein? Am besten wir ziehen wir unsere Hilfe. Auf das Knöpfchen. Na, ja, ein Knopf. Schießen. Okay, Knopf. Du gehörst mir. Zack, Treffer. Und auf geht's. Hui. Schießparty. Na dann, treffen wir mal Ziele. Alles klar, Lukas. Zeigen wir dem Admin, mit wem er sich angelegt hat. Jo. Jetzt wird gezielt und getroffen. Lukas. Schießen. Auf geht's. Ja. Okay. Die Villager nicht erschießen. Schön vorsichtig. Verstehe. Zombie, erschießen. Bats. Bats. Tot. Y erschießen. Bats. X. Bats. 2. Y. A. Na, B müssen wir nicht erschießen. B geht's gut. B ist ein Bewohner. Das wird einfach. Ja, Y. A. Zack. So. 1. B. Y. X. Bingo. Na dann. Nein, verdammt. Oh shit. Hey, da haben wir den Dorfbewohner erschossen. Echt nervig. Ein Herz schon weg. Okay. Nicht erschießen. Ah. Zack. Ja, so schwer ist das gar nicht. Okay. Das war etwas schwerer. Nächste Runde. Jesse, du bist gut. Ich schau mir auf jeden Fall ein paar dieser Moves ab. Und auf zur Runde 3. Runde 3. B.
Y. X nicht erschießen. Y. Ah. So. Noch nicht so schwer. Y. Ah. Das Schwein nicht erschießen. X, Y. Bats. B. Nice. Da kommt Steve angerollt. B. A. Und Steve beschützen. Nein. X. Bats. B. X. A. Zack. Y ist ein friedlicher Bewohner. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen sortieren. Was schon? Könnte ruhig noch ein bisschen schwerer werden. Sehr gut. Blink. Nächste Prüfung bestanden. Nee. Gut geschossen. Vielleicht habe ich es dir nicht schwer genug gemacht. Oh nein, halt. Ganz vergessen. Zeit für Level 2. Nein, ich freue mich drauf. Ich bin